Soweit ist auch keiner verletzt. Wir springen einfach weiter. Und zwar dahin und dann in dem Bogen zum Ausgang. Eventuell noch einen kurzen Abstecher. Oh nein! Ich hasse Solar Flares. Aber dafür haben wir unseren Steinmenschen. Also ein automatisiertes Schiff, das keine Schilde hat. Da gehen wir doch mal sofort auf die Waffensysteme. Und halten uns bereit für die ersten Feuer an Bord. Er hat eine Ionenwaffe und einen Laser. Das heißt, er kommt durch unsere Schilde durch. Was nicht gut ist, denn wenn wir keine Schilde haben und dann die Solar Flares kommen, haben wir echt das Problem. So wie jetzt. Ja, unsere Schilde sind ionisiert und es kommt ein Solar Flare. Gut, Burst Laser schießt weiter auf die Waffen. Und wusch. Das können wir öffnen, das geht aus. Das können wir öffnen. Obwohl, wir können einfach den Steinmenschen dahin schicken. Dadurch verlieren wir jetzt zwar Ausweichwertung, aber er hat eh gerade keine Waffen mehr. Und wir schießen und er wird zerstört sein. Also das passt schon. Du machst da das Feuer aus. Stampf, stampf, stampf. Wir finden eine Rakete, eine Drohne und 13 Scrap. Wir sollten gleich mal weiterspringen. Wow. Oh, 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 wir können gar nicht weiterspringen. Das ist jetzt nicht gut. So, das Feuer löschen wir mal so. Du gehst da rein, du hilfst bitte beim Löschen. Auch wenn du durch Schaden nimmst. Wir sollten hier nicht länger bleiben als nötig. Artilleriebeam ist auch ausgeschaltet. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du hilfst auch mal. Und noch ein. So, du musst da raus. Du musst nicht in das Feuer laufen. So, du hilfst auch noch beim Feuerlöschen. Ihr repariert den Antrieb, damit wir hier ganz schnell rauskommen. Und du setzt dich in die Pilotenkanzel, dass wir hier rausspringen können. Komm, 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 komm. Einfach wegspringen und hoffen, dass das ein guter Punkt ist. Kein Kampf, bitte kein Kampf. Okay. Ihr bekommt eine Nachricht. Alle eure Militärschiffe wurden zerstört oder beschädigt während der Rebellion. Trotzdem gab es Nachrichten über ein Mantis-Kriegscamp, nur ein paar Sprünge von uns. Könnt ihr helfen? Das wäre jetzt eine Quest. Wir werden schon von den Rebellen so stark verfolgt. Aber, soweit ich das gesehen habe, gibt es keine Abzüge dafür, dass meine Quest misslingt. Also probieren wir das Ganze mal. Wir kriegen schon mal 17 Scrap, obwohl wir noch nichts gemacht haben. Das ist sehr gut. Und wir kriegen einen Questmarker. Okay, Questmarker ist erstmal egal. Wir müssen jetzt reparieren gehen. Beziehungsweise der Engi dahin. Türen können wir nicht schließen. Weil die Türkontrolle immer noch brennt. Weil wir müssen ihn einfach rechtzeitig abziehen. Genau wie den hier. Wir ziehen Energie von den Antrieben ab. Das brauchen wir gar nicht. Und aufs Krankenstation. Du gehst unten rum auch zur Krankenstation. Du gehst da raus. Ja, jetzt haben wir es langsam unter Kontrolle. Er repariert die Türen. Du kannst zurück zu den Waffen. Du kannst dich auch heilen lassen. Du hilfst beim Reparieren. Gehst danach zur Pilotenkanzel. Du gehst zu den Antrieben. Ja, so. Zu. Und du gehst zu den Schilden. Ja, also diese Solar Flares sind wie gesagt richtig übel teilweise. Selbst wenn man die Schilde oben hat, brechen noch zwei, drei Feuer aus. Und die sind doch teilweise recht schwer unter Kontrolle zu bringen. Aber gut, wir haben 50 Scrap. Wir könnten jetzt darauf hinarbeiten, den Burst Laser zu aktivieren. Aber eigentlich bin ich mit dieser Bombe schon recht zufrieden. Das heißt, wir sollten vielleicht erstmal auf die Schilde gehen. Schilde wären 20 Punkte und 30 Punkte wären 50 Punkte, um den zweiten Schild zu aktivieren. Und dann bräuchten wir eigentlich noch Energie dafür. Holen wir uns erstmal einen Energiebalken, damit wir den da reinstecken können. Und nach dem nächsten Kampf haben wir dann hoffentlich genug Scrap, um das weiter auszubauen. Unsere Hülle ist auch wieder angeditscht, aber das können wir nicht ändern. Und ich sehe gar keinen Questmarker. Das ist komisch, aber ich sehe da ein Geschäft. Also wir springen jetzt dahin, dann gucken wir kurz in das Geschäft rein, auch wenn wir wahrscheinlich nicht genug Scrap haben. Und gehen dann zum Ausgang. Ist nur eine Weiterleitung. Das ist ärgerlich. Okay, Geschäft, mal gucken.
Ein Burst Laser Stufe 1. Okay. Wir können uns jetzt also einen dritten Laser schon mal auf Vorrat holen. Aber dazu müssten wir irgendwas anderes verkaufen. Nee, ist nicht so toll. Wir könnten noch ein Crewmitglied holen. Dann könnten wir unseren Mantis zum Security-Team schicken. Aber wir haben auch dafür nicht den Scrap über. Na gut, dann reparieren wir halt nur. Holen uns vielleicht nochmal eine Rakete und einen Treibstoff. Und dann muss das reichen. Schließen, springen und zum Ausgang. Und oh. Okay. Ein unidentifiziertes Schiff ist schwer verwundet und wird von einem Piraten angegriffen. Das Opfer schickt ein Notsignal, aber die Piraten unterbrechen es und bieten an, die Beute zu teilen. Also sind sie anscheinend nicht stark genug bewaffnet, um uns umzubringen. Sie bieten uns an, ein Treibstoff, eine Drohne, 8 Scrap. Nö, wir haben gerade repariert, wir haben neue Waffensysteme. Wir versuchen ein Held zu sein und greifen die Piraten an. Gut, er hat einen Raketenwerfer und einen Heavy Laser anscheinend. Wir schmeißen also die Bombe auf die Schilde. Sobald das passiert ist und hoffentlich die Schilde ausgeschaltet hat, zerschießen wir deren Waffensystem. Rakete trifft unsere Artillerie, das ist nicht schön. Und die Bombe trifft nicht. Okay, dann schießen wir so auf das Waffensystem. Drückt die Daumen. Vollkommen ausgeschaltet. Sehr, sehr schön. So muss es laufen. Gut gemacht. Hagar, oder wie du heißt. So, wir schießen nicht noch eine Bombe. Wir schießen einen Burst Laser auf deren Schilde. Ha. Okay, unser vorheriges Angebot war wohl nicht gut genug. Erhöhen wir es einmal. 4 Treibstoff, 6 Raketen und 11 Scrap. Nö. Wir wollen jetzt den Rest haben. Und hoffentlich sind wir diesmal auch schnell genug. Wir schmeißen jetzt mal nix. Wir warten, bis der Burst Laser fertig ist. Und schießen auf den Antrieb. Artillerie ist repariert. Du gehst bitte zurück in deine Kanzel. Oh, Waffensysteme. Komm, 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 komm. Und zerstört. Sehr schön. Das Piratenschiff explodiert. Wir kriegen 21 Scrap. Gucken wir uns das andere Schiff an. Ah, vielen Dank, dass ihr aufgetaucht seid. Wir haben nicht viel, was wir anbieten können, aber unser Ingenieur könnte unser Schiff reparieren. Wir haben fast keinen Schaden bekommen. Das war's? Wir haben eine kostenlose Schiffsreparatur bekommen. Okay. Man soll nehmen, was man kriegen kann oder so ähnlich. Wir hätten doch die Piraten das Schiff zerschrotten lassen sollen. Hätten wir wenigstens ein paar Raketen bekommen. Aber na gut, wir springen weiter. Wir haben die Wahl zwischen einem Nebula und einem rebellenkontrollierten Sektor. Nebula wäre eine gute Einkaufsmöglichkeit, aber wir müssen gar nichts einkaufen. Was wir brauchen, ist einfach nur Scrap, unser Schiff auszurüsten. Das heißt, ich springe in den Rebellensektor. So. Springen. Oh, da oben haben wir auch einen Nebel. Das ist doch sehr schön. Und da ist die Quest. Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass es Quests gibt, die über mehrere Sektoren gehen. Na gut, wir springen also hier hin, dann in den Nebel. Treiben es, solange es geht, uns in den Nebel hier herum, bis die Rebellen kommen. Und machen uns dann auf den Weg zu dem Questmarker da. Ha, ein automatisches Rebellenschiff. Es greift nicht an und patrouilliert um eine Sensorstation. Das heißt, wenn wir den jetzt hier umbringen, kriegen wir die Sensordaten dieses Sektors. Das klingt doch recht praktisch. Also greifen wir das doch mal an. Oh, ein Raketenwerfer, ein Laser und eine Angriffsdrohne. Das heißt, wir schießen mal mit der Bombe auf die Schilde. Die Drohne kommt nicht mal durch unseren einen Schildpunkt durch. Das ist schon mal sehr gut. Die Rakete wird aber durchkommen. So, Schilde sind ausgeschaltet. Burst Laser auf die Waffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Vollkommen zerstört. Sehr gut.
Also jetzt kommt Burst Laser auf die Drohnen, damit die nicht mehr nervt. Piu, piu, piu. Und auch die zerstört. Wieder auf die Schilde und ist auch gleich kaputt. Sehr gut. Wir haben zwar 2 Punkte Hüllenschaden bekommen, aber das ist echt zu vertreten. Dafür, dass wir jetzt die Sensorendaten bekommen. Hoffentlich. Und wir haben nur noch 4 Raketen. Das ist nicht so toll. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann noch ein paar mehr Raketen kaufen. Aber erstmal ist der zweite Schildpunkt und die Waffenkontrolle für den Burst Laser wichtiger. Wir kriegen schon mal 14 Scrap von dem Schiff. Und die Sensordaten. Wow. Das sind mal ausgiebige Sensordaten. Wir... Ein Ionensturm. Da würde ich ungern hin. Da ist noch ein Notsignal und da sind 2 Geschäfte ganz am Ende neben dem Ausgang des Sektors. Das ist sehr praktisch. Das heißt, wir können den ganzen Sektor über jetzt Scrap sammeln und den kurz davor ausgeben. Der Ionensturm betrifft den Gegner genau wie uns, was schon mal praktisch ist. Und warte. Wir rüsten unser Schiff erstmal mit einem weiteren Energiepunkt aus. Und springen jetzt... Kommen wir von da irgendwie darüber? Also ich will jetzt absichtlich in den Ionensturm springen, weil in dem Nebel wir halt wesentlich besser vorankommen. Also allein durch den Nebel hätten wir dann 2 Sprünge mehr in diesem Sektor. Ja, ein Ionensturm ist anstrengend, aber ich schalte dann einfach Sauerstoff, Krankenstation, vielleicht ein wenig Ausweichen und die Artillerie aus, damit wir dann mehr Waffen haben als der Gegner und hoffentlich noch einen Schildpunkt. Und dann geht das bestimmt recht fix. Und ja, wenn wir dann erstmal drin sind, können wir dann die 2 Punkte eventuell abklappern, dann noch den dritten und dann von hier aus weitergehen Richtung Quest. Aber da müssen wir halt immer wieder gucken, wie schnell die Rebellen wirklich sind. Aber erstmal probieren wir den Ionensturm aus. Oh, gar keine Gegner. Ich habe irgendwie sofort mit dem Gegner gerechnet beim Ionensturm. Wir sehen einen Haufen Wrackteile. Wir könnten einfach so ohne Probleme wegspringen oder wir können die Wrackteile nach Überlebenden und Ausrüstung durchsuchen. Das machen wir nochmal. Oh, wir haben ein Crewmitglied verloren. Das ist nicht gut. Dafür haben wir 3 Treibstoff, 2 Raketen, 14 Scrap bekommen. Nein, wir haben unseren Piloten verloren. Ja, okay. Nicht so gut. So, keine Rebellen, wir springen dahin. Also wir brauchen definitiv ein neues Crewmitglied, egal was. Und wir finden eine automatische Drohne, die eine Station bewacht. Wir können aber nicht sehen, was für eine Station das ist. Okay, Angriff. Jetzt müssen wir Energie wieder verteilen auf Schilde, auf Bombe, auf... Nee, so geht's nicht. Auf Sauerstoff und auf das. So, ich hoffe, die Schilde fahren schnell genug hoch. Tun sie nicht. Komm schon. So, wir hätten gerne die Bombe auf die Schilde. Er hat einen Burst Laser 2. Ach du gute Güte. Nicht gut. Burst Laser auf die Waffen. Das ist gar nicht gut. Und warum sind die Türen da offen? Es könnte sein, dass wir Leute an Bord haben. Ich schieße jetzt mal gleich noch eine Bombe auf deren Drohnensystem. Wir werden ja durchgehend von denen beschossen. Und den Burst Laser halten wir schon mal auf deren Waffen. Ich sehe nirgends von den Anzeigen Feuer, aber da blinkt was. Oh, Treffer im Cockpit. Cockpit beschädigt. Schieß auf Drohnensystem. Und du gehst mal da hinten hingucken. Schilde brauchen wir eh gerade nicht, weil deren Waffen deaktiviert sind. Kein Feuer. Gut, dann reparier mal da. Und schieß bitte auf die Schilde. Das war jetzt gar nicht gut. So, ist zerstört. Ist alles repariert. 16 Scrap. Gucken uns die Station mal an. Eine Station für Storage. 3 Treibstoff, eine Drohne, 11 Scrap. Nicht so viel. Wir würden mehr verbrauchen für die Reparatur von dem Schiff. Also, kein so guter Tausch. Und das Feuer ist unter Kontrolle. Okay.
Schilde sind kritisch, ja. Na komm, helf mir mit da. Oh, da ist ja noch ein Feuer. Und da ist noch ein Feuer. Moment mal. Du. Damit helfen. Da ist auch überall Feuer. Hier ist gerade noch keins. Mensch. Das wird ewig dauern, das alles zu reparieren. So, wer kriegt Schaden? Du kriegst Schaden. Du gehst raus da. Du kümmerst dich darum. Guckst mal ganz kurz da rein. Da ist noch kein Feuer angekommen. Sehr gut. Du reparierst da. Okay. Du hilfst damit. Komm schon, spring schneller. Das müsste jetzt alles an Feuern gewesen sein. Das heißt, du gehst mal da hinten reparieren. Ihr geht da reparieren. Uffala. Sauerstoff ist okay. Ihr beiden geht mal in die Krankenstation, bevor ihr weitermacht. Du bist bei... Ja, du kannst gleich mal loslaufen und gucken, ob noch irgendwo irgendwas ist. Aber nee, die Türen sind wohl einfach nur so aufgegangen, zufällig, als die Türsysteme deaktiviert wurden. So, du zurück ins Cockpit, du zurück zu den Waffen, du zurück zu den Schäden. Punkte sind soweit verteilt. Wir haben jetzt 60 Scrap. Dafür könnten wir uns zweimal Schilde holen. Krankenstation deaktivieren, Schilde aktivieren. So, jetzt haben wir schon mal zwei Schildpunkte. Die Bombe zum Schildknacken und unseren Burst Laser 2. Also wir sind nicht schlecht ausgerüstet. Boah, dann machen wir nochmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.